Über die Anordnen-Funktion steuern Sie, in welcher Reihenfolge die Objekte angezeigt werden, wenn diese übereinander liegen. An diesem einfachen Beispiel möchte ich Ihnen die Anordnen-Funktion erklären. Klicken Sie dazu auf das Anordnen-Icon in der linken Werkzeugleiste. Im Zusatzfenster stehen Ihnen nun vier weitere Funktionen zur Verfügung. Ganz in den Vordergrund, einen Schritt nach vorne, ganz in den Hintergrund, einen Schritt nach hinten. Darunter sehen Sie die drei Objekte aufgelistet. Ich verschiebe jetzt das Rechteck nach unten. Wir sehen, dass es hinter den Kreisen verschwindet. Ich wähle jetzt die Funktion einen Schritt nach vorne aus. Jetzt liegt das Rechteck über dem blauen, aber unter dem grünen Kreis. In der Liste ist das Rechteck jetzt zwischen die beiden Kreise gerutscht. Wiederhole ich dies, liegt das Rechteck über den beiden Kreisen und ist in der Liste ganz oben. Jetzt führe ich die Funktion einen Schritt nach hinten aus. Und das Rechteck ist wieder hinter dem grünen, aber vor dem blauen Kreis. Und nach dem zweiten Mal wieder hinter beiden Kreisen. In der Liste ist das Rechteck erst wieder in die Mitte und dann wieder ganz nach unten gerutscht. Um Objekte nicht immer schrittweise in den Vorder- oder Hintergrund setzen zu müssen, helfen die anderen beiden Funktionen. Ich wähle jetzt die Funktion ganz in den Vordergrund und schon liegt das Rechteck über den Kreisen und ist in der Liste ganz oben. Jetzt wähle ich noch die Funktion ganz in den Hintergrund und das Rechteck liegt wieder hinter den Kreisen und ist in der Liste wieder ganz unten.